Sind wir wieder. Wir sind heute im Rudermaschinenraum, also ganz hinten im Schiff. Hier sieht man auch den Ruderquadranten, der quasi durch die Elektromotoren hier angetrieben wird, um das Ruder zu stellen. Unser Projekt hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Ruder an sich zu tun, aber hat sich irgendwie so ergeben, dass wir jetzt hier rumturnen müssen, denn wir wollen eine Bilgenwasserübergabepumpe installieren. Kurz zum Hintergrund. Die Bilge befindet sich in jedem Schiff ganz unten. In einem kleinen Segelboot ist es eben einfach ganz unten über der Außenhautbeplankung, da wo sich eben das ganze Wasser und das umgekippte Bier so sammelt. Bei größeren Schiffen ist das vom Prinzip her ähnlich. Alle Flüssigkeiten, die irgendwie auftreten im Schiff, ob das jetzt ein bisschen Öl ist von der Maschine oder mal eine geplatzte Rohrleitung oder auch einfach vom Saubermachen irgendwelches Wasser oder umgekippte Getränke, was sich halt so ansammelt an Bord von so Schiffen, sammelt sich eben auch hier ganz unten, nur dass man das Problem hat, dass eben in moderneren Schiffen diese wasserdichten Unterteilungen existieren. Also jedes Schiff hat ja so Unterteilungen, also auch Compartments genannt, um das Schiff eben in Längsrichtung zu unterteilen, damit, wenn man vorne wo dagegen fährt, nicht hinten auch das Wasser reinläuft. Haben wir ja in Titanic alle gelernt. Hat da nicht funktioniert. Seitdem hat man noch ein paar andere Sachen dazugelernt. Aber vom Prinzip her ist eben genau das Ding, dass diese wasserdichte Unterteilung eben verhindert, dass das Wasser aus dem ganzen Schiff sich in einem Ort sammelt. Man hat quasi vor jedem Shot eine Pfütze Wasser. Und deswegen gibt es diese Lenzbrunnen, die hatten wir schon mal in einer früheren Folge beschrieben. Das sind so Vertiefungen vor jedem wasserdichten Shot, wo sich eben das ganze Wasser, was im Schiff so zusammenläuft, eben ganz unten an einem tiefsten Ort sammelt. Davon da kann man es abpumpen, deswegen gibt es eine zentrale Lenzpumpe im Maschinenraum. Von der geht so ein Rohr geäst durchs ganze Schiff in alle Lenzbrunnen rein. Und wenn man da eben alle Ventile richtig stellt und alles gut läuft, dann kann man quasi aus einem bestimmten Lenzbrunnen das Wasser absaugen und in einen zentralen Tank reinpumpen. Das ist Tank 26. Der ist ganz hinten im Schiff und deswegen sind wir hier im Rudermaschinenraum, weil der ist hier direkt drunter. Dieser Tank, der ist ziemlich verwinkelt, dadurch, dass das Schiff eben hinten diese Form hat, dass das so zusammengeht und dann über dem Propeller so zusammenläuft und ein bisschen spitz zuläuft und so. Das ist ganz schön eng da unten. Das macht die Sache relativ anspruchsvoll. In unserem Fall ist es so, dass das an den Schiffsseiten, also hier neben uns in die Schiffsseiten, da ist der Tank nochmal so 80 cm höher als hier in der Mitte. Und die Zugänge in den Tank sind nur ganz außen. Bei uns ist die Situation, dass wir im Moment noch dieses ganze Wasser, was sich in diesem Tank sammelt, eben nicht selber irgendwo hinpumpen können, sondern da kommt ein Schiff vorbei und hat quasi eine große Pumpe an Bord und schmeißt dann einen dicken Schlauch hier rüber und steckt den dann in so eine Öffnung an den Seiten von den Tanks rein und versucht, den Tank so leer wie möglich zu kriegen. Das klappt dann so, mehr schlecht als recht. Man kommt halt durch diese Verschachtelung und diese enge Bauweise eben nicht in die Mitte vom Tank und kommt nicht an den tiefsten Punkt. Deswegen kommen wir bisher eigentlich nie dazu, diesen Tank wirklich mal leer zu machen. Da bleibt halt immer was drin, ist ein bisschen ärgerlich. Außerdem dauert es einfach sehr lange, dadurch, dass die Pumpe halt an Bord steht und sie eben diesen ganzen Weg rüber saugen muss. Das ist relativ unproduktiv für eine Pumpe und das kostet uns einmal relativ viel Geld, kostet viel Zeit und ist auch irgendwie blöd, wenn man so einen Tank nicht leer bekommt. Deswegen wollen wir uns jetzt eine eigene Pumpe an Bord zulegen, die eben diesen Tank leer pumpen kann. Um bei einem Tank am tiefsten Punkt abpumpen zu können, braucht man natürlich irgendwie eine Rohrleitung, die dahin führt. Und da wurde es auch schon spannend, da wir den Tank ja nicht ganz leer bekommen, aber irgendwie dann ein Rohr hinbauen müssen, haben wir hier unten ein Loch in die Mitte gemacht. Das hier ist genau in der Mitte vom Schiff. Das heißt, wir haben letzte Woche hier ein Boot kommen lassen, was den Tank so weit leer pumpt, damit der Wasserstand hier, also der Ölstand, wie auch immer, was da drin ist, weiter unten ist. Und haben dann dieses Loch reingemacht. Dann, als wir das Loch reingemacht haben, haben wir dann den Schlauch von dem Boot hier reingesteckt, sodass der ganze Tank eben einmal komplett endlich mal geleert wurde.
und haben dann gesehen, dass es da unten auch schon ein Absaugrohr gibt anscheinend. Das wusste nur keiner, da es keine vernünftige Dokumentation gibt von diesem alten Kahn. Haben wir gesehen, da ist ein Rohr, das reicht ganz bis nach unten, genau was wir brauchen. Und ist auch noch ganz gut intakt, dadurch, dass da eben immer auch Öl im Wasser ist, was da in diesem Bilgewassertank ist. Und das Öl immer an der Wasseroberfläche schwimmt, ist das Ding eigentlich konsequent die letzten Jahrzehnte gut geölt gewesen und wir können das benutzen. Das heißt, wir werden jetzt hier an dieser Stelle bei Gelegenheit noch so ein Mannloch reinbauen, das heißt eine Öffnung, wo man nachher Schrauben reindrehen kann, um den Deckel eben festzumachen. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen dran und dann werden wir einfach das Ansaugrohr benutzen, was wir auch früher benutzt haben. Wir sind jetzt hier im Armaturenraum. Das ist quasi ein kleines Stück weiter vorn, als wir gerade eben waren. Und hier befindet sich die Rohrleitung, die wir gerade eben gefunden haben, die vom niedrigsten Punkt im Tank absaugt. Die kommt quasi hier durch das Schott durch. Hier oben ist nochmal ein Ventil dran, um das eben abdrehen zu können. Das haben wir jetzt auch schon mal überholt. Da war irgendwie die Spinne, die das dicht machen kann, komplett verwirkt. Wer weiß, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Aber die war komplett verbogen. Genau, das haben wir wieder intakt instand gesetzt und jetzt sieht man hier noch die alten Rohrleitungen. Die alten Rohrleitungen führen von hier in den Maschinenraum und sind mit dem Lenz-System im Maschinenraum verbunden. Und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, merkt vielleicht auch so, das macht nicht so viel Sinn, weil man kann quasi mit dem Lenz-System im Maschinenraum mit der Pumpe ja wieder in Tank 26 reinpumpen und es aber auch gleichzeitig aus Tank 26 raussaugen. Das macht quasi überhaupt keinen Sinn. Ist irgendwie über die letzten Jahrzehnte so entstanden. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass man ein System so baut. Aber vielleicht sind da auch schon irgendwelche anderen Pumpen wieder rausgebaut und reingebaut und ersetzt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall schmeißen wir den Kram jetzt raus und werden jetzt hier ein paar neue Rohre anschließen. Das heißt, hier kommt ein neues Rohr runter und hier vorne bauen wir dann die Pumpe hin. Dafür bauen wir ein Fundament, was irgendwie so ungefähr einen halben Meter über dem Boden hier ist, über dem Deck. Dass auch wenn der Raum mal geflutet werden sollte, was natürlich keiner will, aber womit man halt leider rechnen muss, dass die Pumpe dann eben trotzdem im Trockenen steht und von da aus wird eben diese Rohrleitung mit möglichst großen Radien, damit das Bilgenwasser schnell durchfließen kann, eben nach oben geleitet und zwei Decks höher wird es dann so einen Übergabestutzen geben, wo eben das Bilgenwasserabholungsschiff mit einem Schlauch sich anschließen kann und dann schieben wir den ganze Sache da einfach mal ein bisschen schneller rüber als bisher.